Es ist endlich soweit, Freunde. Skibidi Toilet 68 ist da und direkt die erste News. Skibidi Toilet 68 Part 1 ist da. Bis jetzt hatten immer nur die 7er Folgen verschiedene Parts. 57 hatte 2 Parts, glaube ich. 67 hatte jetzt 4 Parts. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir jetzt wieder normale Folgen kriegen. Aber auch 68 startet direkt mit Parts. Ich bin gespannt, Freunde. Mal sehen, wie viele Parts diese Folge hat. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch die Skibidi Toilet Videos gefallen, Freunde. Wir gehen direkt rein. Wir starten die Folge von Anfang an und schauen mal, was ist... Oh! Wer sind wir? Da geht das Tor zu. Die sind im Bunker. Aber... Oh, sehen wir noch den Kampf von den Titanen jetzt? Let's go! Alter, die... Wow! Was? Bruder, was? Die... Junge, was macht der? Ist der dumm? Wie stark? Wie stark ist bitte Upgraded Cinema Man? Das ist ja bodenlos. Den hat er auch einfach platt gemacht. Da. Oh, was? Boah. Oh mein Gott, ich dachte, er wird infiziert. Alter, ich habe gerade schon einen halben Nervenzusammenbruch bekommen. Und die haben den G-Man am Start. Let's go. Alter, er sieht ganz schön irre aus. Na? Was? Junge, er hat seinen Arm teleportiert. Freunde, was? Wie stark ist er bitte? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Jo, er zeigt ihnen, dass die im Bunker sind. Aber wir müssen uns gleich... Wir müssen uns die Folge in rückwärts nochmal ansehen. Aber... Wie stark ist Upgraded Cinema Man, bitte? Er ist ja komplett overpowered. Hä? Okay, damit. Ich habe mit vielem gerechnet in Folge 68. Aber nicht damit. Was wir jetzt wirklich definitiv sagen können, ist Upgraded Titan Cinema Man mit riesigem Abstand der stärkste Titan, den wir bis jetzt hatten. Ich meine, schaut mal, der kriegt hier einen 11-fach Laser reingedrückt. Das sind 11 Laser, die dieser G-Man-Klon besitzt, die er ihm volle Kanne reindrückt. Juckt ihn nicht. Das tankt er einfach weg. Komplettomat. Und sein Kopf kann fliegen wie von TV-Woman. Komplett krank. Und er hat noch 2 Zusatzlaser, die sich hier ausklappen. Mit denen er hier auf die Jagd nach G-Man geht. Die beiden anderen Bildschirme auf seinen Schultern können auch losfliegen. Die haben Maschinenpistolen obendrauf und können auch diese TV-Man-Funktion nutzen, womit sie die Toiletten quasi verbrennen oder stunnen oder was auch immer. Womit er hier reinfliegt. Und sein Körper kann dann auch immer noch normal kämpfen. Was zur Hölle ist das? Was haben die gebaut? Was zur Hölle haben die gebaut? Sogar sein Körper geht jetzt noch alleine in den Kampf hier. Er kann es quasi solo mit 4, 5, 6 Gegnern gleichzeitig aufnehmen und es juckt ihn nicht. Guck mal, ihn hat er hier schon fertig gemacht und gegrillt. Die beiden hier oben werden von den kleinen Fernsehern gegrillt. Ganz entspannt. Dann setzt er sich hier wieder zusammen, schnitzt da noch irgendwas ab. Ich weiß, was schneidet er da überhaupt ab? Was hat er da in der Hand eigentlich? Das ist ja nicht der Kopf, oder? Irgendwas hat er da? Weiß ich nicht genau. So, das Ding will ihn kontrollieren. Auch dagegen ist er immun. Ja, das sind diese Parasitentoiletten, die damals auch Speakerman kontrolliert hatten. Der versucht das Gleiche mit ihm hier. Funktioniert nicht. Wo ist zu stark? Juckt ihn nicht. Komplett viel zu stark. Oh mein Gott. So, dann haben wir hier diesen G-Man mit 4 Armen. Der hat gar keinen Bock, dass er hier festgehalten wird. Der will jetzt auch hier gerne in den Kampf gehen und denkt sich, puh, pff,
dann kämpfe ich jetzt halt gegen Cinema Man, denkt er sich. Ja, er denkt, er hat vier Arme, er kann was. Und dann zeigt er hier einfach, dass er seinen verdammten Arm einzeln teleportieren kann. Und schlitzt hier ihm einfach die Arme ab. Und dann, wupp, auch noch Klinge durch den Kopf. Game over. Wie verdammt stark ist das bitte? Yo, also, er ist ja absolut bodenlos. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ist er zu stark oder brauchen wir das? Wer weiß, was die Toiletten noch auf Lager haben. Und meint ihr, die anderen Titanen, wenn die wieder repariert werden, werden die auch so stark? Es ist heftig. Das ist heftig. So, dann werden wir jetzt hier von der kleinen Toilette kurz angegriffen. Ja, die wird aber einfach platt gemacht. Und die reden jetzt irgendwas auf rückwärts. Er sagt Bescheid, yo, die sind im Bunker. Damn. Und ich glaube, er schüttelt jetzt seinen Kopf, ne, und sagt, da kommen wir nicht rein, Tür ist zu. Aber über seinen Überwachungsbildschirm können wir das Ganze scheinbar beobachten. Also denke ich mal, in Part 2 sehen wir wieder, wie es im Bunker weitergeht. Ich gucke mal jetzt gerade, ob ich schon rausfinden kann, was hier gesagt wird, wenn die Folge rückwärts abgespielt wird. Und ich habe auch direkt alles gefunden, Freunde. Wir fangen mit der ersten Voiceline an. Oh, das war hier schon, warte. Starten nochmal von hier. Er sagt nämlich zu ihm, Fake G. Also Fake G-Man. Er ist ja auch nur ein Klon. Er ist offensichtlich nicht der richtige G-Man, ja? Deswegen Fake G, sagt er zu ihm. Das nächste haben wir dann hier. Und das ist irgendwie richtig schwer zu verstehen. Ich habe jetzt schon bei mehreren Ecken geguckt. Noch niemand hat das jetzt wirklich gut übersetzt. Es klingt wie non-specific. Also als würde er sagen, nichts Spezifisches. Ja, das wäre die Übersetzung. Aber das macht ja keinen Sinn, dass er sowas sagt. Also, falls ihr versteht, was er sagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann haben wir noch die Sachen hier am Ende. Aha. Er sagt, first you need to watch this. Als erstes musst du das hier schauen, sagt er ganz am Ende, ja. Und dann sagt er hier, er sagt, not now. Nachdem wir auf den Bunker zeigen, von wegen, ey, die sind im Bunker, wir müssen da rein, wir müssen denen helfen, sagt er, not now, nicht jetzt. Als erstes musst du dir das hier anschauen und dann zoomen wir in seinen Bildschirm. Aber dann ist die Folge zu Ende. Aber das Beste, was wir hier drin hören in der Folge, pass auf. Er haut die Toilette hier kaputt und sagt, shut the fuck up. Halt einfach die Klappe zur Hölle nochmal quasi. Richtig, richtig cool. Okay, das sind die Voice Lines reversed. Wir werden natürlich wieder eine Analyse machen und uns nochmal ganz genau anschauen, was es hier drin wirklich alles zu sehen gibt. Nochmal eine ganz ausführliche Analyse. Falls ihr die Analyse von 67 Part 4 noch nicht gesehen habt, die kommt jetzt noch hier hinten dran. Da könnt ihr nochmal eure grauen Zellen auffrischen, was wir alles erlebt haben bis jetzt. Und kranke Folge. Cinema Man brutal stark. Let's go. Wir werden heute Skibidi Toilet Episode 67 Part 4 bis ins kleinste Detail analysieren. Es gibt einige Secrets hier drin, die wir beim ersten Schauen nicht gesehen haben. Und nicht nur einige Sachen, die wir nicht gesehen haben, auch einige Sachen, die wir gar nicht gehört haben, Freunde. Besonders am Ende der Folge. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, es wird wie immer spannend. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch die Videos gefallen. Und einer der ersten krassen Punkte, die ich auch gestern in der Reaktion schon angesprochen habe, es ist einfach ein einziges Wunder, besonders dass der Titan Cameraman, Upgraded Titan Cameraman, einfach wieder aufstehen kann, weil wir ja gesehen haben, wie er unter der Kontrolle von der Scientist Toilet sogar einfach umgefallen ist, weil er bereits so kaputt war. Er aber jetzt schon wieder aus eigener Kraft stehen kann. Ich bin wirklich gespannt, wie er repariert wird und wie er danach aussehen wird. Wir sehen hier, wie er eine Linse bekommt von Titan TV Man. Titan TV Man ist also definitiv vorbereitet gewesen. Vermutlich wurde wieder durch die Sicht von dem Cameraman, aus dem wir ja auch schauen, wahrscheinlich wurde diese Sicht auch wieder zurück zur Basis übertragen. Und dadurch wussten sie, dass sie eine Linse für ihn neu mitbringen müssen. Und hier sehen wir auch das erste Mal, dass Titan TV Man und Titan Speaker Man wieder miteinander sprechen, seit Folge 47. Wisst ihr noch, was da passiert ist? Folge 47 war die Folge hier, in der Titan TV Man in einen Hinterhalt gelockt wurde
und ihm dann von Speakerman ins Gesicht gestochen wurde. Bevor er dann hier komplett verletzt es schafft, sich noch wegzuteleportieren. Und das war übrigens das letzte Mal, dass wir Titan TV Man gesehen haben. Von Folge 47 bis jetzt zur Folge 67 haben wir ihn nicht gesehen. 20 Folgen lang war Titan TV Man komplett verschwunden und verschollen. Und wir wussten nicht, was mit ihm los ist. Aber jetzt ist er ja endlich wieder da und so stark wie nie zuvor. Und die beiden reden jetzt zum ersten Mal seit 20 Episoden wieder miteinander. Und hört mal, was Titan TV Man ihm zu sagen hat. Das ist jetzt die Folge in rückwärts abgespielt, ja. Ihr wisst ja, Titan TV Man, er redet immer rückwärts. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Aber hört's euch an. Er macht einfach so und sagt, no stabbing, kein Zustechen. Dieses Mal bitte keine Messer in den Bildschirm reinrammen. Das ist das Erste, was er zu ihm sagt, nachdem er ihn wieder sieht. So ist korrektes Deutsch. Nachdem er ihn wieder sieht, fand ich echt lustig. Und was dann als Nächstes passiert, ist, dass hier drei neue Versionen von G-Man auftauchen. Auch das haben wir in der Reaktion schon grob angeschnitten, Freunde. Aber wir müssen hier noch auf ein paar Details eingehen. Zum einen hier diese Variante hat insgesamt 11 oder 12 Laser. Hier unten ist irgendwie einer an der Seite, aber hier drüben nicht. Weiß ich nicht genau, was das, warum das nicht symmetrisch ist. Triggert mich auch ein bisschen. Aber der hat 11 oder 12 Laser hier. Und wir haben ja schon einige Fanmade-Versionen von G-Man gesehen. Und der sieht tatsächlich so aus wie einige Fanmade-Versionen. Dann haben wir hier so eine Bomber-Toilette, eine Raketenwerfer-Toilette mit insgesamt 16 Raketen, die geschossen werden können, auch mit einem G-Man-Kopf. Und dann haben wir hier drüben noch so eine Kreissägen-Toilette mit 4 Armen und den Kreissägen dran. Und die hier sehen alle sehr interessant aus. Ich meine, ihr wisst ja, wie kaputt G-Man mittlerweile ist, ja? Also der hat ja Narben im Gesicht und was weiß ich und keine Ahnung. Also sind das vermutlich Klone, die es schon länger gibt. Die Frage ist, wie stark sind diese Versionen von G-Man? Das ist die wirkliche Frage hier an der Stelle, denn wo es 3 Klone gibt, gibt es garantiert noch mehr. Und wer weiß, ob die vielleicht eine ganze Armee von denen haben. Die sind jetzt natürlich nicht so stark ausgerüstet wie der richtige G-Man, wie der OG G-Man sozusagen. Aber die Frage ist, wie stark die wirklich sind, was wir vermutlich in irgendeiner der nächsten Episoden rausfinden werden. Obwohl ich glaube, also Titan TV Man wird hier kurz einen Prozess machen. Und Titan TV Man fackelt auch nicht lange, der holt sein Schwert raus und wenn ihr hier mal genau hinschaut, ist auf jedem von seinen Bildschirmen ein anderes Smiley-Face. Hier guckt er irgendwie einfach nur so ganz gelangweilt und denkt sich, Leute, ihr werdet so dermaßen kassieren. Hier ist so ein lachendes Gesicht drauf. Das hier drüben kann man nicht genau erkennen. Das sieht aber aus, als würde es böse gucken. Und hier unten steht einfach, Let's go. Er geht in den Kampf mit Vollgas und schaut mal. Er strahlt so eine Kraft aus, dass sogar der Bildschirm glitscht, wenn er vorbeifliegt. Das ist heftig. Ja, und Titan Speakerman denkt sich, yo, Bro, hey, okay. Ab in die Schlacht. Und hier können wir auch nochmal sehen, wie kaputt er in Wahrheit ist. Sein einer Speaker hängt hier runter. Strom kommt hier raus, weil da irgendein Kurzschluss ist oder so. Aber alle ziehen wieder in die Schlacht. Auch Titan Cameraman mit seinem halben Arm geht vorbei und denkt sich, okay, wenn es sein muss. Der geht auch gar nicht mehr aufrecht mit Stolz und Kraft wie sonst, sondern der denkt sich echt nur noch, alles klar, Bro, einmal noch. Und jetzt kommt eigentlich einer der interessantesten Parts von diesem Video. Wir werden hier vom Secret Agent von der Fugeboom höchst selbst kontaktiert. Und was mir in der richtigen Episode gar nicht aufgefallen ist, der redet auch mit uns. Wenn wir hier nämlich genau hinhören, dann sagt er... Er sagt, look to the left. Und hier auf dem Bildschirm, ihr seht die Buchstaben noch, steht auch, look to the left. Er erscheint komplett vor uns, nicht irgendwo in der Entfernung oder so wie bis jetzt immer oder als irgendeine Schrift auf einem Plakat. Er taucht direkt vor uns auf und gibt uns den ganz klaren Hinweis. Schau doch mal nach links. Und wenn wir hier nach links schauen, sehen wir die Scientist Toilet. Und bevor wir über die Scientist Toilet reden, könnt ihr im Hintergrund hören, wie Titan TV Man alle seine Bildschirme anschmeißt und anfängt G-Man zu rösten. Hört mal hin. Seht oder hört ihr das besser gesagt? Also, Titan TV Man ist direkt dabei, G-Man Saures zu geben. Aber hier taucht die Scientist Toilet auf. Die kleine Scientist Toilet kriegt aus den Überresten der großen Scientist Toilet raus. Also genau so
Wie es auch in der Part 3 Analyse mehr oder weniger prophezeit wurde, war es nur ein Mech. Kein Klon, das war unsere oder auch eine meiner Theorien, dass wir vielleicht mehrere Scientist-Klone haben und dass im Allgemeinen einfach nur Roboter sind und die noch mehrere haben. Aber es war einfach nur wie ein Mech, der von innen heraus kontrolliert wurde von der kleinen Toilette. Denn früher war die Scientist-Toilette so ziemlich klein, auf einmal war er riesig groß, hat mir damals schon, habe ich mir damals schon gedacht, hey, was ist denn da los? Was ist da passiert? Warum ist er auf einmal so riesig? Und hier sehen wir jetzt die Originalversion oder die wahre Gestalt vom Scientist. Und wir haben jetzt ja schon ein paar Mal gesehen, dass er keine Angst davor hat zu sterben in seiner großen Version. Er ist einfach in die Schlacht gezogen, hat einfach gekämpft, hat nie so ausgesehen, als hätte er Angst davor, besiegt zu werden. Aber hier jetzt hat er sogar Angst vor uns. Nicht vergessen, wir sind nur ein normaler Large Cameraman. Ja, wir sind jetzt nicht so stark, aber er sieht uns und schaut mal, was er macht. Er kriegt direkt Panik, versucht sofort uns zu erschießen. Wir greifen nur einmal an, wir schießen nur zwei Raketen, die ihn jetzt auch nicht direkt erledigen würden. Der hat eine ziemlich heftige Panzerung und er fliegt direkt weg. Der hat gar keinen Bock, sich mit uns auseinanderzusetzen. Wir verfolgen ihn aber in Richtung des Eingangs und wir sehen, ganz, ganz wichtig, das zu beachten, er biegt hier am Ende vom Gang nach links ab. Und wir schaffen es noch hier in den Bunker reinzukommen. Hier das Logo an der Wand musste ein bisschen zensiert werden, Freunde. Das Logo sieht auch sehr sass aus. Kein Wunder, dass das nachträglich nochmal zensiert werden musste. Und wir sehen, bevor wir reinfliegen, hier links den verletzten Large Cameraman. Oder ich meine, wir sind ein Large Cameraman. Er ist aber auch ein großer Cameraman. Er ist aber noch größer als wir. Und den haben wir schon ein paar Mal gesehen, den Kollegen. Der hat uns schon öfters geholfen. Zuletzt hat dieser Cameraman uns nämlich in Episode 63 gerettet. Als die Toilette hier wieder aufstehen wollte, hat er dem Ding einfach ein Messer reingehauen. Da hat er uns schon mal gerettet. Und jetzt in Episode 67 Part 4 ist er wieder zurück. Wir sliden hier rein, schaffen es in den Bunker zu kommen. Und er hält hier das Tor offen, damit die anderen Leute der Allianz noch hier reinkommen können. Dark Speaker Man ist dabei. Wir haben hier noch einen sehr interessanten Speakerman hier links, da sprechen wir gleich noch drüber. Und hier war es wohl erstmal das letzte Mal, dass er uns gerettet hat. Er hat sein Leben gelassen, um uns Zugang zum Bunker zu ermöglichen. Und ich glaube, was auch viele der anderen Leute, die hier die Folge analysiert haben, schon gesagt haben, wir werden uns jetzt, glaube ich, eine Weile hier in diesem Bunker aufhalten und aufdecken, was sich hier drinnen so versteckt. Aber schauen wir erstmal, wer alles mit uns hier drin ist. Zwei Cameramen, die sogar einen Plunger mitgebracht haben, denn Freunde, Glitch Cameraman, Elite Cameraman, wie auch immer, hat es geschafft zu überleben. Er ist mit seiner Glitch Toilet abgestürzt, mit seiner modifizierten Toilette, die er zum Kämpfen benutzt hat, und schafft es aber jetzt noch hier die Basis mit uns zu betreten, die Basis der Skibidi Toilets, wo wir jetzt ein bisschen Unruhe stiften werden in nächster Zeit. Er kommt mit uns hier rein und wir sehen auch hier links einen sehr interessanten Speakerman, denn der Ninja Cameraman, Gigachat, Plungerman, wie auch immer, zeichnet sich ja besonders dadurch aus, dass sein Kamerakopf sehr viel dunkler ist als der von den anderen Cameraman. Hier haben wir einen Speakerman, der einen sehr viel dunkleren Kopf hat als die anderen Speakerman und anstatt einer normalen Waffe hat er einen Baseballschläger umwickelt mit Stacheldraht dabei. Wahrscheinlich angelehnt an The Walking Dead, angelehnt an den Charakter von Negan. Und haben wir hier jetzt noch einen coolen Speakerman auch als Charakter? Man weiß es noch nicht. Elite Cameraman hat das in seinem Theorievideo nämlich auch als Punkt gehabt. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Ansonsten haben wir, wie gesagt, eine Menge normale Cameraman hier drinne. Wir haben Dark Speakerman hier drinne. Wir haben Ninja Cameraman hier drinne oder halt Plungerman. Und wir sind im Bunker des Skibidi Toilets. Wir sind der POV Cameraman. Und das ist übrigens, glaube ich, auch eins der ersten Male, dass wir 4 Folgen lang aus der gleichen Sicht vom gleichen Cameraman geschaut haben. Der ist jetzt hier unterwegs, hat seine Raketenwerfer dabei und wir sind im Bunker des Skibidi Toilets. Ich denke, in den nächsten Folgen werden wir hier drin unterwegs sein, den Scientist jagen und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen aufdecken. Aber habt ihr am Ende der Folge richtig hingehört, Freunde? Habt ihr gehört, was hier am Ende der Folge im Bunker los ist? Hört mal genau hin, was man hier gleich am Ende der Folge hören kann, wenn wir hier im Bunker sind.
Habt ihr das gehört? Da hat jemand geschrien. Ich spiele es euch nochmal ab, Freunde. Wir hören definitiv einen Schrei, der verklingt im Bunker. Wer schreit da? Ich glaube, wir haben in dieser Serie noch nie jemanden schreien gehört. Wir haben ja schon viel gesehen und viel erlebt, aber ich habe noch nie jemanden schreien gehört, seit wir Skibidi Toilet gucken. Ich bin wirklich gespannt, was mit diesem Bunker auf sich hat. Und ich bin auch sehr gespannt, ob Part 4 der letzte Part von Episode 67 wirklich ist. Weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat der Fugboom immer noch nicht die komplette Episode 67 hochgeladen. Normalerweise, wenn es der letzte Part von der Episode ist, lädt er immer noch am gleichen Tag die komplette Episode hoch. So hat das jedenfalls bis jetzt immer gemacht. Ist Stand jetzt gerade noch nicht passiert. Wenn ihr das Video seht, ist es vielleicht schon passiert und es gibt keinen fünften Part, aber ist eine Theorie. Könnte sein. Falls die komplette Episode jetzt gerade immer noch nicht online ist, kriegen wir vielleicht sogar noch einen Part 5 in Episode 67. Sehr, sehr crazy, was hier abgeht, Freunde. Ich bin gespannt, wie diese Serie weitergeht, wie viele Folgen wir überhaupt noch haben, was mit den verletzten Titanen passiert und wer unser nächster großer Feind hier drin ist. Wer weiß, was der Scientist noch so vorbereitet hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.